Rumänien, genau. Dann haben wir die Trockenlegung erforscht. Das ist eine sehr schöne Sache. Und wir haben ein Gericht gebaut. Und viele andere Dinge. Uiuiui. Also wir haben erstmal Handelshäuser in Glassow zum Beispiel. Und auch in Kroatien. Das ist gut, das bringt mich auch in Kohle. Dann haben wir in Ungarn die in Dipschirin, die Musketenmanufaktur. Und nur die Handfeuerwaffenfabrik ist noch die Steigerung. Das heißt, wir können jetzt hier theoretisch mal 3 Einheiten zugleich ausbilden. In Österreich haben wir ein Gericht, in Perugia die 4. Universität, in Innsbruck eine Garnison und in Mailand Garnison und Artilleriefabrik. Das heißt, hier können jetzt auch bald vernünftige Sachen ausbilden. Nächste Runde bilde ich die dann, rüste ich die auch noch auf zu den nächsthöheren Gebäuden. Genau, und die Forschung. Ja, da können wir gar nicht so schnell nach. Doch, jetzt haben wir wieder ordentlich Sachen. Also wir können, das ist zum Beispiel unwichtig, Perugia erforscht mal das metrische System. Alle gleich schnell, wa? Nee, Florence ist ein bisschen schneller. Gras, macht mal die Abschaffung der Sklaverei. Das bringt mehr Zufriedenheit und geringere Rekrutierungskosten. Aus welchen Gründen auch immer. Und Edine macht dann mal die Karonade. Die ist nicht ganz so wichtig. Salzburg. Minus 5. Ja, gut, können wir auch machen. Gut, das sieht gut aus. Sehr schön. Ach, hier wollte ich noch einen Herrenclub bauen. Der ist nämlich auch für die Zufriedenheit ganz gut. Und wie gesagt, für neue Spione. Ist auch sehr günstig, kostet nur 500. Preußen möchte ich ehrlich gesagt nichts verkaufen. Lieber unseren Verbündeten und Protektoraten. Hier, Italien zum Beispiel. Guck mal, Logistik. Die ganzen Sachen können die dringend gebrauchen. Für ihre eigene Armee. Und natürlich auch für unsere, wenn wir da stehen. Königreich Neapel. Auch alliiert mit uns. Und zwar sehr lange schon. Wenn ich das nicht groß unterbrochen hätte durch einen kleinen missglückten Klick. Ach. Griechenland, ganz in der Ecke. Ja, gut. Sachsen, ganz wichtig, dass die... dass die aufholen, weil die unter anderem später gegen Preußen kämpfen müssen. Hier geht es mir gar nicht so sehr ums Geld verdienen jetzt bei Sachsen, sondern eher darum, dass die aufholen, ne? Ja. Oh, das ist ja geil. Mobilisierung der Massen, das verkauft ihn sofort. Ja. Sehr schön. Da können die nämlich jetzt auch eine Drillschule bauen und sächsische Grenadiere ausbilden zum Beispiel. Das ist sehr wertvoll. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es läuft wie am Schnürchen. Wenn die Russen nicht wären, dann wäre ich noch glücklicher. So, die Russen haben ihr Bündnis gebrochen. Keine Ahnung warum, aber für uns ist das gut, weil wir jetzt nämlich das Bündnis mit denen nicht mehr brechen müssen. Falls sie sich später angreifen, um doch noch an die Staaten zu kommen, beziehungsweise um Wolnien, unsere Siegprovinz, zu schnappen. Ansonsten hätte ich nämlich einfach Wolnien gegen Galizien getauscht, weil es ist so. Wir brauchen Wolnien als Provinz und haben Galizien, brauchen es aber nicht unbedingt. Bei den Russen ist es genau umgekehrt. Bei denen gehört Galizien zu den Siegprovinzen, auch für die KI. Und die haben am Anfang Wolnien und brauchen es einfach nicht. Also ich hätte das einfach nur getauscht. Aber jetzt bin ich ja, wo ich nicht mehr mit denen verbündet bin, bin ich ja überlegen, die einfach anzugreifen. Aber das Problem ist, wir haben noch die Durchmarschrechte mit denen, das haut noch richtig rein, also richtig stärker. Deswegen, ich denke, wir werden einfach abwarten. Uns an unserer Beliebtheit erfreuen. Bayern ist auch wichtig. Guckt euch das mal an, was die alles haben können von uns, das kriegen sie auch alles. 2100. Ja, sehr schön. Jetzt können sie richtig aufrüsten, mein lieber Schwan. Das können sie aufrüsten jetzt. Hier können sie aufrüsten. Da können wir denen wieder neue Technologien verkaufen. Sehr schön. Hallo, zurück nach Wien, bitte. So. Jetzt habe ich reichlich Geld. Das kann ich natürlich auch einsetzen. Zum Beispiel hier, um noch mehr Haubitzen zu bauen. 2 weitere. Nee. Ja, wo sind die? Ach, ich habe noch gar keine gebaut, ne? Okay. Dann baue ich da 4 Haubitzen. Und ansonsten versuche ich in Städten, die reich sind, schon mal Magistrate zu bauen. Rom ist auch reich, oder? Nee, gar nicht mal so reich. Und hat schon Magistrat. Okay. Prag, da würde es sich auch lohnen. Sizilien, damit sind wir auch verbündet. Nee, 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 nee.
das soll auch erstmal reichen. Und weiter geht's. Ein riesiges Österreich erstreckt sich auf der europäischen Landkarte. Ja, und das Osmanische Reich ist weg. Ein weiterer Edelmann in Österreich. Ja, sehr gute Stellung, würde ich sagen. Ist das hier Salzburg? Ja, da ist so einer drin, dann kommt dann ein zweiter rein. Und dann können wir Salzburg mal tauschen. Vielleicht mit Graz. Jawohl, geht schneller. Sehr schön, eine Runde gespart. Rumelien. Jetzt müsste man ja auch wieder Steuern erheben können. Ja, minus 1. Okay, das lasse ich mal zu. Hier baue ich mal die europäischen Gebäude, weil es an der Front zu Russland liegt, so gut. Das ist erstmal nicht. Das ist wichtiger, die Straßen. Und hier brauchen wir, glaube ich, irgendwann müssen wir auch hier Straßen bauen, aber hier wollte ich auch noch ein bisschen Milizen aus. Eine erstmal. Und hier kommt ein Handelshafen hin. In Ungarn streiken die Arbeiter. Oh, das ist nicht gut. Ja, ungarische Husare. Ich geh auch mal dahin. Das ist ja eh. Wien ist sowieso so sicher. So. Und es sind schöne neue Dinge fertig geworden, die uns ordentlich Kohle bringen. Und wir sind beim Profit schon bei 9000 irgendwas. Also das ist 9400, glaube ich, waren das jetzt. Ja. Das ist natürlich sehr gut. Du kannst ein bisschen tätig werden. Vielleicht kannst du mal was in die Luft sprengen. Ups. Sabotage. Napoleon ist wieder da. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass es bald wieder losgeht. Das Steueramt ist jetzt nicht mehr da. Gut. So. Ja, hier wird fleißig gebaut. Ach, die wollte ich ja noch aufrüsten. Warte mal. So viele Technologien, wie wir haben. Baden-Württemberg. Ach, guck an, die Armeekorganisation. Für so eine große Armee wie euch ist das doch bestimmt verlockend. Nee, scheinbar nicht. Das Königreich Sardinien, eigentlich auch ein Verbündeter für uns. Weil wir nämlich eine historische Freundschaft zu denen haben. Aufgrund... Nee, hatten wir mal. Aufgrund der Tatsache, dass wir im ersten Koalitionskrieg gemeinsam gegen Frankreich gekämpft haben. Schweden. Ah, ja. Gut, dann warte ich aber noch. Aber die Schweiz braucht das hier. Die Schweiz ist an der Front. Freundschaftspreis. Ja. Goodie. Okay. Weiter geht's. Sachsen hat zwei große Armeen, das finde ich gut. Hoffentlich werden sie nicht größenwahnsinnig und greifen Preußen an oder so. Österreich-Russland, die hatten wir doch schon. Medien. Ist doch schon gescheitert. Ach, dann... Ah, das haben sie widerrufen, den militärischen Zugang. Da können wir uns dann ja auch widerrufen. Und da können wir ja bald bei euch einmarschieren, was? Meine lieben Freunde, das war nicht gut überlegt. Hier, da baue ich mal das Gericht. So, und hier baue ich die fetten Dinger. Die beiden Billigtechnologien, verbesserte Kupferbeschläge und Karonadenfregatte. Dann haben wir einmal Miliz und Handelshäuser. Sehr schön. Ja. Hier, da Sachsen. Gucken wir das mal an. Sächsische Grenadiere, die gar nicht mal so schlecht sind. Und wir stehen da ja auch noch mit einer kleinen, aber feinen Truppe. Und hier kommen neue Artillerieeinheiten. Hier tausche ich mal aus. Die beiden Chevaux-Légère gegen die vier Husaren. Die Husaren sollen meine neue Standardeinheit werden in Sachen Kavallerie. Ich hoffe, das gibt jetzt keinen Stress, wenn ich die alle auf einmal... Nein, ist nicht. Sehr schön. Ah ja, wir können ja jetzt immer drei auf einmal. Tada!
Und Tirol, da nochmal deutsche Füsiliere an der Grenze. Great Great Britain. Da können wir doch bald mit Russland Krieg führen. Aber hier aufpassen auf Galizien, ne? Wir haben ja eine Kaserne hier, aber nur ganz wenige Truppen.